Es wird immer schwieriger hier bei Human Resource Simulator, nicht Simulator Machine. Heute ein Einschub zur Arbeitsmoral im Jahr 15. Oh. Und so, meine Damen, habe ich ein Vermögen an Ferngesprächen gespart. Ach schön, ach schön. Alle zurück an die Arbeit. News. Eine riesige Armee von Maschinen hat die Stadt umzingelt. Die Maschinen halten ihre Stellung und sie kommunizieren nicht. Die örtlichen Behörden untersuchen diesen Vorfall. Oh, oh, haben wir nur was programmiert? Was haben wir nur programmiert? Oh, 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 oh. So. Ah ja, wir haben jetzt hier die Career 2 freigeschaltet. So, jetzt hier eine Option, ein freiwilliges Exclusive Launch. Ja, 17. Ja, ich habe mich mit schönen, kalten, logischen Entscheidungen immer am wohlsten gefühlt. Ja, ich auch. Emotionale Entscheidungen sind für Schwächlinge. Für je zwei Dinge in der Outbox. Also, wir sollen wieder je zwei nehmen. Legen Sie eine 0 in die Outbox, wenn Sie das gleiche Vorzeichen haben. Okay, wenn... Also hier ist das Vorzeichen zum Beispiel nicht gleich. Legen Sie eine 1 in die Outbox, wenn Sie Ihr Vorzeichen unterscheiden. Wiederholen Sie, bis die Inbox leer ist. Das heißt, hier, minus 4 und 3, nicht die gleichen Vorzeichen. Minus 4 ist negativ, minus 3 ist positiv. Also müssen wir da eine 1 reinlegen. Gut. 8 und 9, gleiches Vorzeichen, also müssen wir dann eine 0 reinlegen und so weiter. Okay. Wir nehmen aus der Inbox, kopieren es hierhin. Okay, nee, erstmal anders. Wenn das negativ ist. Wenn das negativ ist, nehmen wir aus der Inbox und überprüfen auf, und wenn das negativ ist. Nehmen wir die. Null und tun es in die Outbox. Wenn sie das beide Vorzeichen haben. Nee, das ist irgendwie blöd. Okay, nee. Erstmal Copy to. Nee, erstmal Jump. Okay, egal was es ist. Nee, ist auch blöd. Wenn das negativ ist. Nochmal. Ich mach das am besten nochmal. Gut. Wir müssen da echt logisch vorgehen. Wenn beide das gleiche Vorzeichen haben. Also wir haben hier das. Wir können es ja mal einfach ablegen, um es einfach leicht zu haben. So, wir legen das in die 0 ab. Was ist... Wenn das jetzt... negativ ist... Also, wenn wir wissen, dass das erste negativ ist, dann müssen wir wieder zur Inbox gehen und schauen, ob das zweite auch negativ ist. Und wenn das zweite auch negativ ist,
Dann nehmen wir die 0 und tun sie die Outbox. Gut. Jetzt springen wir wieder ganz nach oben. Wenn es nicht negativ ist, dann ist es positiv. Genau. Wenn das positiv ist, also wenn es nicht negativ ist, dann jumpt er hier hin. Nee, dann jumpt er. Wenn es nicht negativ ist, dann jumpt er hier hin. Dann nimmt er wieder was aus der Inbox. Und wenn das... nicht negativ ist... dann macht er dann nimmt er wieder die 0 und genau, also wenn das negativ, wenn wir hier eine negative, wenn die erste Zahl negativ ist, dann geht er hier runter, nimmt die nächste Zahl, wenn die negativ ist, dann kopiert er die 4, also die 0, und legt sie in die Outbox. Anschließend muss er wieder hochspringen. Genau, okay, wenn es negativ ist und das nächste negativ ist, dann nimmt er die 0. Wenn es nicht negativ ist, dann springt er hier nicht lang, dann geht er einfach weiter, dann springt er hier hin. Dann springt er hier hin. Und wenn das, wenn es negativ ist, dann springt er wieder hoch. Wenn das nächste negativ ist, springt er hoch. Wenn das nicht negativ ist, also wenn das wieder positiv ist, dann nimmt er auch wieder hier die 0. Und hier auch noch, wenn das hier an der Stelle nicht, okay, dann springt er auch wieder hoch. Wenn das zweite hier nicht negativ ist, da, ah, okay. Mhm. Okay, gut. Das heißt, das haben wir so. Wenn sich die Fort. Okay. Wenn jetzt das eine negativ ist und das andere aber nicht negativ ist, dann nimmt er die 1, legt sie in die Outbox und springt wieder hoch. Und wenn das erste positiv ist, dann springt er hier, dann springt er hier runter. Und das zweite negativ ist, dann nimmt er die 1
und tut sie in die Outbox. Okay, das ist, sieht wieder sehr kompliziert aus und das ist es wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber rein logisch, nach meiner Meinung, müsste es so gehen. Wir testen es aus. Minus 4 ist negativ, okay. 8 positiv und positiv ist 0, okay. Stimmt zumindest schon mal. Minus 7 ist positiv, okay, das weiß er jetzt. Und negativ ist 1, okay. Und negativ müsste 0 sein. Okay, das ist negativ, genau. Und negativ ist 0. Oh mein Gott! Ha? Ha? Wie gut habe ich das gemacht? Okay, ja, wir haben nur 17, okay. 28 Schritte. 30. Ah, wir haben weder noch geschafft. Aber das war wirklich jetzt schon, jetzt wird es schon echt schwer. Man siehe sich das hier an. Ich kann schon verstehen, dass es hier Kommentare gibt. Aber ich benutze die irgendwie nie. Aber das ist, sieht schon echt kompliziert aus. Also das, gut. Aber wir haben es auf jeden Fall gelöst. Und das ist ja schon mal was. Sieht kompliziert aus und ist wahrscheinlich auch ziemlich schwer zum Nachvollziehen, ohne Kommentare vor allen Dingen. Aber ich hoffe, man hat es halbwegs verstehen können, so wie ich es erklärt habe. Gut. Dann haben wir das abgeschlossen. Absolut positiv. Kommt als nächstes. Ja, gut, das machen wir noch hier natürlich. Ja, klar, ist ja vollkommen korrekt. Haha. Man hat festgestellt, dass eine positive Einstellung die Produktivität erhöht. Sie ist daher jetzt verpflichtend. Lächeln Sie. Die Geschäftsführung beobachtet Sie. Bewegen Sie jedes Ding von der Inbox in die Outbox. Genau. Sollte aber eine Zahl negativ sein, muss ich vorher das Minuszeichen entfernen. Oh mein Gott. Das ist ja krass, du. Also, das ist, ja. Gut. Wir müssen das Ding von der Inbox in die Outbox tun. Jedes Ding. Wenn jetzt aber etwas negativ ist, müssen wir es als erstes das Minuszeichen entfernen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier minus 7 haben. Dann kopieren wir es erstmal dahin. Ziehen hier minus 7, also wenn wir hier minus 7 haben, kopieren wir es dahin, dann ziehen wir es ab, also minus 7 minus minus 7, also plus 7 ist 0 und dann das Ganze nochmal, dann sollten wir es umgedreht haben und dann tun wir es in die Outbox. So müsste es funktionieren. Das heißt, 3 kommt direkt in die Outbox, ist ja nicht negativ. Ah ja. Ja, ist okay. Ich vergesse immer, hier wieder hochzuspringen. Ja, okay, wieder ein Anfang. So, 9 ist positiv, kommt in die Outbox. 3 ist negativ. Bam, muss erst Vorzeichen gewechselt, genau. Genau, minus 1 ist negativ, müssen das Vorzeichen wechseln. Minus 1, okay. Funktioniert. 0 ist positiv. Ja. Minus 5. Minus minus 5 ist 0. Minus minus 5 ist 5. Sehr, sehr schön. Ah, das ist doch mal eine schöne, einfache Aufgabe. Jetzt nach dieser etwas komplizierteren mit diesen ganzen Jumps und überall hin. Ah, wunderbar, wunderbar. Nutzen Sie höchstens 8 Befehle. 8. Laufzeit und 36 Schritte. Ah, 39. Ach ja. Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Wieder zu einer neuen schönen Zwischensequenz. Macht's gut. Auf Wiedersehen.